Und damit willkommen zurück zu SCP Secret Files. Ja, die letzte Episode war zumindest für mich ein bisschen intensiv. Gab da vielleicht mal einen Schrei oder zwei. Und wir haben jetzt noch eine Tür übrig. Also ich gehe mal davon aus, das ist die letzte. Mal schauen, was es da für Überraschungen gibt. Okay. Gleich wieder sowas. Wo? Ach da. Kann ich zurücksetzen. Let me see. Linien dürfen, Fragmente dürfen nur einzeln verknüpft werden. Also gelb zu gelb und rot zu rot, oder wie? I guess. So. Und dann so. I now present to you the ARB Potential Development Device 2.0. This device is capable of not only better stimulating the potential of abnormal objects, but can also automatically turn on the respective electric field control, so long as the abnormal objects exceed the preset amplitude. This will ensure that the experiment is foolproof, with zero chance of runaway. Ja, natürlich. The tragedy of Director Tau 2 cannot be repeated. We must learn from our mistakes. We must not forget the enormous power of SCP-239. And we must treat security as a top priority. Otherwise, all of this will be for nothing. Do not forget the credence we live by. Secure, contain, protect. This, we must uphold at every turn. Okay. Was haben wir hier? Nach gründlicher Überlegung hat der 05er entschieden, Dr. Sim Pierce wieder als hauptverantwortlichen Untersuchungsbeauftragten und Leiter der Entwicklungsbeauftragten mit B3-Autorisierung für das Projekt SCP-239 einzusetzen. Der AAB-Plan wurde vom Rat genehmigt und autorisiert. Die sachbezogene Arbeit soll entsprechend festgelegten Zeitplans ausgeführt werden. Die Autorisierung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Okay, machen wir hier. Wäre jetzt Sterbeurkunde, Leiterin, ist verstorben, Todesursache, Schädelfraktur, hämorrhagischer Schock, verstorben, okay, das sind die ganzen, okay, lese ich jetzt nicht alles vor, ansonsten macht ihr ganz kurz Pause, dann könnt ihr das schnell selber lesen. Aber hier so, ah da, hier ist noch was. AAB-Potenzialentwicklungsplan. Aktivierung, Stimulation mit hoher Impulsspannung, Führung, Interferenz, additive Anleitung, kontrollierbare Einschränkung des freien Willens. Die Versuchsdaten aus dem frühen Stadium des AAB-Projekts zeigen, dass sich Intensität der Realitätsverzerrungsfähigkeiten von SCP-239 bei Stimulation durch bestimmte Wörter proportional zur Impulsspannung verhält. Nutzungsanfrage AAB, 2 Impulsspannungsraum, Wechselstrom. Die von ihm generierte Ultra-Hoch-Impulsspannung 600.000 Volt bis 950.000 können den Projektfortschritt effektiv vorantreiben. Alter. Was sind das für Spannungen? Das arme Kinder. Stimmabgabe zum Beispiel des Abbruchs. Dafür, dagegen. Achso, das sind sehr einzelne Zettel dafür, oder? Dafür. Dafür. Enthaltung. Okay. Sonst nichts Spannendes hier drin. Gehen wir wieder raus. Oh, da ist sie. Hi, hello. It's okay. I just want to talk. No. Stay away. What happened? It's not your fault. Away. Oh, shit. Come on, die. Da ist noch was anderes in hier. Was ist das? I am Dr. Sean Pierce. December 25th, 2005. 1630 hours. This is the first experiment of ARB Plan 2.0.
SCP-239. We will repeat the previous tests first. Experiment 1. Strength test. Pass rate of 95%. Voltage strength, 600 kilovolts. Power on. SCP-239, crush the car in front of you. Wir sind sie. Und ich kann mich bewegen. Alter, wie geil. Wie viele Autos da einfach schon mal hier drin sind. Der ganze andere Schrott. Okay. Das sind so abnormale Spannungen. Steuer die Bienen. Was muss ich das jetzt hier so? Ah. Okay. Was war denn jetzt falsch? Alle 800.000. Power on. SCP-239. Reassemble this junk into a truck. A real, operational truck. Not some fancy replica. So, mit der Fähigkeit alles anstellen könnte, ne? Alla. Shit. Ah. Make it quickly. Just like what you did before. Nice. We are getting very close. Wie soll... Wie denn? Also wenn man das schafft, Hut ab. Und das beim ersten Mal. Okay. Ach du Scheiße. Alter, was? Alter. Ich lauf einfach. Lauf. Okay, das letzte Teil. Okay, das sieht schon mal viel angenehmer aus. Hold on. The outflow of energy of SCP-239 has subsided and is now beginning to dissipate. Nein, habt ihr nicht. We have regained control. Just hold on. Again, a job well done. The synapse is now ready to be disconnected. Can you just hold the fuck on and listen for a damn change? What's the matter? The problem hasn't yet been solved. She's still lost deep in her mental anguish. That's not our concern. Doch. The crisis has been averted. Innumerable lives have been saved. Your mission is complete. My mission's not complete until she is stable. Compassion in times of desperation leads only to the destruction of yourself. 3 minutes. You owe me that much. For all this, you owe me. I can enter her subconscious and fix this. 3 minutes. Very well. I'll disconnect the synapse in 3 minutes. If you're not back, then so be it. Was für ein Arsch, ne? I will show no compassion. Okay. So, halten.
Das sieht ja sehr einladend aus. I guess, ich gehe mal da lang. Oder auch nicht. Okay. Wie sie halt gefunden haben. Ach nö. Motor war so. Au. Mal etwas, was ich kann. Guten Tag. Ich bin der Neue hier. Dann ist wieder bei medizinischen Leistungen Selbstzahlerin 920 Jutta. Erste Schwangerschaft. Okay. Telefon. What's going on? The needles on these readers are all over the place. I don't know, but my watch has stopped working too. Naja, sie tickt zumindest noch. Kann mal jemand bitte das Licht hier anmachen? Würde ich voll super finden. Ah, schon wieder sowas. Kann sie eigentlich nur so machen, oder? Ah, das geht nicht. Schlecht. Damit habe ich schon verkackt. Zurücksetzen. Muss das irgendwie anders machen. Irgendwie so. Das ist besser. Maternal dystocia, profuse bleeding. Send to operating room now. Okay. Ist auch noch blau mit dabei. I guess blau so. Gelb mach mal. So. Und das hier so. Congratulations, lovely princess with beautiful blue eyes. Thought of a good name for her. She is my little angel. I'm so good. Ja, hat ja gut funktioniert. SCP-239, do as I say! Come on, do it! Come on, do it! No! No! SCP-239! No! SCP-239! No! SCP-239! No! Don't blame yourself. None of this is your fault. Maybe you weren't meant for this world. Okay. The home I want. My home is squishy all over, with shiny warm lights
and no more cold steel. Filled all the way with beautiful star stickers. And colorful lights everywhere, everywhere. Everywhere I go, they twinkle, twinkle like little eyes. So many good books, with the cutest animals inside. They only say nice things to me. They always want to chat with me. So many beautiful decorations. Der Drache. Soft bed, mountains of toys. I can play all day, anywhere I want. I'll have my favorite toy, a beautiful carousel. I'll ride and ride, and it will take me anywhere. There, I will not be yelled at. I will not be punished. I can sing as much as I like. I hope so much to live here forever. My home, Saguro's home. Sie hat den Namen erwähnt nochmal. Oh, my head. Take a deep breath. Just some minor side effects from the force disconnection. She's not coming back. What? In the end, she chose to shut off her subconscious. She'll sleep forever, like a plant. Maybe that's for the best. Anyways, our primary concern is the incident report. Echt It'll jetzt? Require some brainstorming. Not my concern. I'll arrange for someone to take you back. See you on the next mission. Not in this lifetime. Es hat sich noch bewegt, habt ihr es gesehen? Vielleicht ist sie doch nicht ganz am Schlafen. Okay, Anrufe von Ward, die mit dem bla 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 gelesen. Zurück zum Auftragssystem. Ja, krass. Okay, fügen wir das Ganze mal hinzu. Haftbefehl des O5-Rates für die Versetzung von Mrs. Wallet. Okay. 8 Jahre alt. Aber cool. Ich scroll gerade nochmal durch, falls ihr den Text lesen wollt hier. Einfach dann pausieren im Video. So. Und nochmal der Nachtrag. So. Senden. Ja, liebe Freunde, habt ein bisschen was zu sagen. Ich weiß, dass ich gut bin. Nee. Bleib professionell. Jetzt geht er kapazitiert wird, das Objekt komatös zu halten, scheint die einzige Lösung zu sein. Hier ist alles, was ich erwartet habe. Wohl wahr. Aber gut, wir lesen ja eigentlich in echt ja nur den Text und tun das ja dann zusammenfassen. Was ist daran eigentlich so schwer? Wir erleben das ja quasi als Spiel, was jetzt vorgefallen ist. Und bereit für was? Was? Ja, das wird bestimmt gut. Ja, ich finde es schon wichtig zu wissen, wer sie ist. Ein Symbol, ich werde sie zu... Antworten für was? Aufwärmübungen absolvieren. Fahren Sie mit dem Aufzug in... Okay. Was, warte mal. Eine meiner Collection Top Secret. Das hätte ich gerne nicht. Zum Aufzug gehen. Aufzug, mit dem wir herkommen sind? Oder hier hoch? Mal gucken. Aber ich wette mal, da oben geht es dann auch nochmal rauf. Das ist die Tür zu ominös. Da ist das Exit-Schild auch unten.
Ist das hier real? Warum ist das Exit-Schild am Boden? Hier stimmt was nicht. Die Uhr steht nämlich auch. Ja, irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier faul. Ne, ist immer noch nicht da. Chief Center, Unit 23. Yay, Ladebalken. Und auch hier wieder kein Mensch da. Der da? Ja. Okay. Nehmen wir das Anmeldeformular. Lawrence, Sophia. Haben wir hier? Ja, Kontos. Gesund essen, gesund leben. Die sind schon geil. War ich ab und zu auch gern. Oh. Ach so. Carl, you'll have to follow my instructions. Do exactly as I say. There is an access card on the desk. Take it and exit through the door on the other side. The passcode is 0426. Find room B426 and run the program on the computer. Sind wir vielleicht auch ein SCP? Carl Erstener. Da ist ja noch was. Bringen Sie kein Brot, dann ist Ihnen nicht schon übel. 0426. Okay. 0426 was, ne? Ja. Naja, was für Scheiße geht hier ab? Storeroom. Moment, kann ich hier alle Türen aufmachen? Nö, das ist nur die hier. B426. Komisch, ich glaube, ihr habt das hier schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube, was dann SCP-Spiel, was er spielt, der Markiplier. Das ist ein SCP. Warum müssen wir da reingehen? Wir sind doch nur in der Archivabteilung. Na gut. Hä? 426, Euklid, Geheimratstufe 3. Ein bisschen langsam, ne? Okay. Kann ich das beschleunigen? Nee. Ja, komm zum Punkt. Bestätigen, ja, eh. Okay. Das ist ein Computerspiel? Was? SWG D081 Jason Gray, 38er afroamerikanischer Mann mit dem Spitznamen Chimney. Eine gute körperliche Gesundheit. Ah, ich kann eh drücken, dann geht's schneller. Ohne irgendwelche medizinische Vorgeschichte zu geistiger Erkrankung wegen Mordes lebenslanger Haft verurteilt. Sein psychischer Zustand war vor Betreten des Standorts stabil, im Gefängnis wieder jedoch äußerst pessimistische Verhaltensmuster.
So wie eine ernstzunehmende Nikotinsucht. Seine Krankenakte zeigt, dass er keine körperlichen Gebrechen erlitt. Erschöpft, skeptisch und müde. Das Leben ist hart. Wenn sich Schlaf- und Wachzeiten so unregelmäßig abwechseln, dass mir nur noch die Anzahl der an Zigaretten ein Zeitgefühl gibt. Nur Rauchen holt mich aus dem Bett. Okay. Es ist ja schon geil, wie sie da mit den Artstyles arbeiten. Wir haben hier nicht mal einen Spiegel, aber ich muss mich auch nicht sehen. Warum gibt es sowas, was wir nicht mal benutzen können? Hm. Ein Einzelbett, aber bequemer als das im Gefängnis. Ich muss erst auf den Klo rauchen. Ich habe keine Zigaretten. Was ist da? Ohne Zigaretten-Schachtel. Aber habe ich doch. Ah. Wenigstens lebst du noch. Da hast du recht. Ich habe aufgepasst, weißt du? Ich kann deine Lebensenergie spüren. Was? Nicht nur deine, sondern die aller Lebewesen, die Übergänge, die stattfinden. Es ist toll, wenn man die, wenn man das Beste aus Lebensübergängen macht. Und hier gibt es so viele. Wovon zur Hölle redest du da? Sie führen immer zu unbekannten Möglichkeiten. Nie weiß man, was passiert. Ihr seht das Chaos des Menschen, verzerrt von einer Macht, die man nicht Leben nennen kann. Trottel. Naja, wenigstens lebst du noch. Klar, ich tanze vor Freude. Ja, noch eins. Zeit für Ihre Aufgabe. Ich rauche noch meine Zigarette. Ach, komm schon. Ich folge jedem Befehl. Da werde ich doch wohl rauchen dürfen. Wie Eilung. Verdammt. Und jetzt? So cool. Aber warum in diesem einen speziellen Computer? Mach dich bereit. Ah, ich verstehe. Sicherheitskontrolle. Was kannst du in dem Ding überhaupt sehen? Kein Waffen, keine Metall, kein Rauchen im Beobachtungsraum. Kein Rauchen? Kannst du mich nicht ausstehen, was? Zeig die Hände. Okay. Einmal eins kennen. Einsehen. D081. Ich kann nicht hören. Was soll ich diesmal machen? Im untersten Stock gibt es einen Raum. Betreten Sie ihn und betrachten Sie den Gegenstand auf dem Tisch. Kommen Sie zurück und berichten Sie mir, was Sie bei der Beobachtung herausgefunden haben. Haben Sie verstanden? Ja, klingt ja einfach. Die SCB Foundation ist eine Irrenanstalt. Okay. Mann, daran werde ich mich nie gewöhnen. Das ist echt so eklig sein. Untersten Raum. Das ist ein Toaster. Jo, Dr. Arno, können Sie mich hören? Also, alles in Ordnung, oder? Hier was tun? Nur das, was ich mir angucken soll. Was zur Hölle ist das? Ja, ein Toaster. Das darf ich ja nehmen. Wo sind meine Zigaretten? Geraten. Nie, wo ich meine Zigaretten versteckt sind. Gut, das sind Kameras, ne? Mann, ist das gut. Ich ging ins Labor zurück und berichtete dem Doktor. Also, was sehen Sie? Ja, ein Toaster. Nur auf den Tisch. Ich bin ein... Oh. Ich
bin ungefähr 18 cm breit und vielleicht 5 cm hoch und aus rostfreiem Stahl. Noch was? Was noch? Ich weiß nicht, was sie sonst noch wissen wollen. Oh, mal, was gibt's da schon noch zu sagen? Ich bin ein Toaster. Brot einstecken und man bekommt ein scheiß perfektes Stück Toast. Gut, sie können jetzt in ihr Zimmer zurückkehren. Gut, was habe ich gerade gesagt? Dass du der Toaster bist? Ah, ich glaube, das ist wieder so ein Psycho-Ding. Was, ohne Waffe? Hey Jimmy, irgendwas ist anders. Du riechst so gut. Was? Was denn jetzt? Ich spüre es. Du wirst ein neues Leben leben. Eine andere Art von Existenz. Scheiße, das klingt so abgefuckt. Du bist jetzt anders. Für dich gibt es keine Grenzen mehr. Es gibt weder Anfang noch Ende, nur Chaos. Halt die Schnauze! Endet dein Leben? Wer weiß. Vielleicht entwickelst du dich weiter. Warum versuche ich überhaupt, deinen genauer zu verstehen? Du fühlst dich jetzt anders, stimmt's? Stimmt schon. Vielleicht bin ich einfach nur müde. Dein Leben braucht Antrieb. Vielleicht brauchst du nur eine Zigarette. Eine Zigarette? Nein, nein, nein. Ich brauche keine Zigarette, sondern Energie. Denn ich bin ein Toaster. Ich funktioniere nur an der Steckdose. Was? Wow, ich bin ein Toaster. Das ist toll. Wo war ich gerade? Ich muss mich aufladen. Ja, genau. Ich muss mich aufladen. Lol. Verdammt, kein Stecker. Der hat mir all diese Zigaretten gegeben, aber kein Stecker. Vielleicht kriege ich es selber hin. Oh, ein Kabel. Ah. Ein Stück Eisenrohr. Was wird das jetzt? Wie man Stecker macht. WD 2 von 4. Das mal gesagt. Ist da? Ist da? Okay, so geht's. Kann's gar nicht abwarten. Also, ich glaube, also, wir werden kein echter Toaster sein. Sondern es hat uns irgendwie so manipuliert, dass wir denken, dass wir ein Toaster werden und wir werden jetzt deswegen gerade sterben. Ja. Das bin ich. D-081 beobachte SCP-426 30 Minuten lang aus nächster Nähe. Er konnte eine Beschreibung von SCP-426 nur in der ersten Person abgeben. D-081 ging in seine Zelle und begann zu halluzinieren. Er glaubte, ein Toaster zu sein. SCP-426. D-081 starb durch einen Stromschlag, als er ein selbstgemachtes Metallobjekt in eine Steckdose steckte, als er glaubte, sich aufladen zu müssen. Krasser Scheiß. Noch ein Testsubjekt. D-82 ist eine 65-jährige Frau, weiße Frau ohne jegliche medizinische Vorgeschichte für geistige Erkrankungen. Als D-82 am Standort ankam, lag kein psychologisches Gutachten vor. Die Analyse zeigt, dass sie mental stabil und resistent gegenüber Vernehmungen ist. Sie hat mehrere Zellennachbarn in den Selbstmord getrieben und Wachen dazu verleitet, die Gefängnisleitung zu hintergehen. Bei D-82 wurde vor ihrem Beitritt zur Verdauung Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Sie wurde für Tests freigegeben, nachdem bestätigt wurde, dass der Krebs den SCP-426-Test nicht in den Weg steht. Die ist krass drauf. Was ist passiert? Ich bin eingeschlafen. Tut mir leid, vielleicht habe ich mich verhört. Du hast geschrien. Wie unhöflich. Warum habe ich hier geschrien? Immer wenn ich einschlafe, habe ich Angst, ich wache nicht wieder auf. Du hast Brot geschrien. Gib mir Brot. Ich habe von meinen Kindern geträumt. Immer wenn ich an sie denke, bereue ich, was ich getan habe. Vor 7 Monaten haben sie mir gesagt, dass ich Krebs habe. Mein Gott, tut mir leid, das zu hören wissen. Ich habe im Leben viele Fehler gemacht. Ich bin aus freien Stücken hier, weißt du? Als Wiedergutmachung, schätze ich. Echt freiwillig zur SCP, das ist ein Fehler. Oh, sorry, Gesprächsrunde vorbei. Nächstes Mal erzähle ich dir mehr von meinen Kindern. Stecker ist weg.
Ne? Man sollte ja auch im Alter auf sein Äußeres achten. Ich wünschte, jeder würde so denken. Sollte die gestohlene Zugangskarte wieder unter das Kissen legen. Was? Moin. D82, Zeit für die Aufgabe. Hallo, junger Mann. Der wächst heute so unglücklich. Was ist los? Wenn ich noch einen Tag in diesem leeren Raum verbringen muss. Ich sollte mich nicht beschweren, aber die Langeweile. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel. Mir bleibt nicht viel Zeit. Oh. Ob es wieder der Toaster ist? So, dann waren wir unten. Sicherheitskontrolle. Immer scannen Sie. Vertrauen Sie mir nicht? Nö. Na gut, anscheinend sind Sie heute nicht zum Reden aufgelegt. So, Test bestanden. Guten Morgen, Dr. H. D82, Sie dürfen mich Dottie nennen. Oh. Heute werden Sie mir im innersten Raum verbringen und müssen ein Objekt auf dem Tisch betrachten. Kommen Sie dann zurück und erstatten Sie mir Bericht. Okay. Warum spricht er immer so in solchen Rätseln? Aber das klingt einfach bloß gut. Wer weiß, wie lange ich stiegen kann. Ja, der Test wieder. Meine Güte, dieser Gestank. Ah, nehmt ihn nicht Lavendel? Lavendel. Hallo Kameras. Das ist wieder der Toaster. Sind wir das gleiche? Das kann ich doch. Nehmen wir, ist doch der leere Raum, in dem ich schon war. Alle doch beobachten, genau. Nur beobachten. Oh. War das mein Tinnitus? Oder was war das für ein wundervoller Klang? Dann berichten Sie mal. Ich bin nicht sicher, ob es das ist, was Sie brauchen. Berichten Sie. Ich bin ein Toaster. Ungefähr so breit und so hoch. Oh, und meine jüngste Tochter hat das gleiche Modell wie mich. Oh. Und ich bin türkis. Ich denke, die Farbe steht mir. Ja, ich mag diese Lackierung. Ich denke, ich funktioniere noch. Was noch? Mehr weiß ich nicht. Tut mir leid. Früher war ich aufmerksamer. Gut, Sie können jetzt in Ihr Zimmer zurückkehren. Es passiert das Gleiche. Danke, da bin ich froh. Hallo, Barry. Hey, Mrs. Wissen, wie geht es dir? Ich weiß nicht. Ich meine, jetzt nach der Aufgabe. Ach so, naja, geht schon. Ja, es geht mir gut. Das ist toll, Mrs. Wilson. Ich habe mir nämlich Sorgen gemacht. Ich dachte, es geht mir gut. Ich fühle mich toll. Ja, wunderbar. Ich muss etwas tun. Was meinst du denn damit? Mrs. Wilson? Mrs. Wilson? Wissen Sie, es gibt da so eine kleine Stimme in meinem Kopf. Es wird Zeit, dass ich meine Pflicht erfülle. Ich bin ein Toaster. An die Arbeit. Lol. Hier haben wir nicht genug Toastbrot. Okay. Was kann ich tun? Ah, Moment, da war noch was. Die gestohlene Zugangskarte. Oh. Oh, warte mal. Es ist wie mit den Todsünden, dass wir jetzt hier uns überfressen. Arbeit, Arbeit, Brot, Brot. Alter. Ich kann hier die Art von Brot toasten. Haha.
Es ist schon grausam, so zu sterben. Brot, Brot, Brot. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Richtig, ich kann noch mehr toasten. Brot, Brot, Brot. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das reicht nicht. Ich kann noch mehr toasten. Kein Problem. Ich bin das beste Modell. Die ganze Zeit tun sie uns beobachten. Ja, das ist doch nicht per Zufall da. Arbeit, Arbeit. Mehr Brot, mehr Brot, mehr Brot. Ja, jetzt machen wir jetzt. Ja, schaut mal, wie dick wir jetzt sind. Gibt jetzt einen Alarm. Und Security Guys kommen her. Ich mache einfach mal weiter. Alter, wir platzen gleich. Warum braucht das so lange zum Toasten? Ja, überfressen. Testbericht. Betrachtet das Objekt Minuten aus nächster Nähe. 5 Minuten später kommt sie über SCP nur in der ersten Person berichten. Entwickle 50 Minuten nach Rückkehr ihrer Zeithalluzination. Sie glaubt, er Toast zu sein und Brot toasten zu müssen. Sie lag inneren Blutungen, hervorgerufen durch eine akute Magendilatation. Bei der Autopsie fand man 16 Kilogramm unverdautes Brot im Magen. 16 Kilo. Holy smokes. Das ist ein bisschen was. Und noch ein Testsubjekt. D83, Adam Maria ist ein 38-jähriger weißer Mann ohne jegliche medizinische Vorgeschichte für geistige Erkrankungen. Es wurde wegen Mordes lebenslanger Haft verurteilt. Sein psychologisches Gutachten gab, dass er vor Ankunft am Standort zu Gewaltausbrüchen und Manie neigte. D83 schrie, ich bin ein Toaster, ich muss von innen gereinigt werden, nachdem er SCP-4-6 mal ausgesetzt wurde. Dann trank er 550 Milliliter Reinigungsmittel und fiel ins Koma. Es ist momentan unklar, ob die Auswirkungen von SCP-426 noch anhalten. Die Observation ist noch im Gange. Verdammt, wir können alle zur Hölle fahren. Sie sind wach, machen Sie sich bereit fürs Labor. Warum zur Hölle bin ich hier? Was habt ihr mir angetan? Niemand hat ihnen etwas angetan, dass ich nicht lache. Sie halten mich für bescheuert, was? Nach der Aufgabe haben sie Industriereiniger getrunken. Was, wovon zur Hölle reden sie da? Verarschen sie mich nicht. Ich mache sie fertig. E83, was sind sie? Was? Was sind sie? Ich bin ein verdammter Großvater, das bin ich. Und ich werde dir Stück für Stück die Zähne ziehen. Rauskommen und fürs Labor bereit machen. Verdammt, warum ist mir so schwindelig? Mir geht's gar nicht gut. Hört sich an, als wäre ein Teil meines Hirns weg. Als wäre ich. I am a toaster. I am a toaster. I am a toaster. I am a toaster. Soll ich jetzt wieder zurückgehen? Okay, also die Wirkung bleibt. Und jetzt doch mal hin. Also den ganzen Effekt dann immer verdoppeln. Zack. Was sind sie? Kopfschmerzen und Schwindel. Ich bin ein guter Toaster. Mein Kopf tut weh. Wo bin ich? Ich bin allerdings so verwirrt. Hey, du Wallersack. Was haben Sie nach Ihrer letzten Aufgabe getan? Sind Sie bereit, das Testobjekt erneut zu betrachten? Ich mache gar nichts mehr, verstanden? Tötet mich einfach, ihr Schweine. Mein Kopf explodiert gleich. Wache, bringen Sie D83 zurück in seine Zelle zur Beobachtung. Ja, Doktor. Das reicht jetzt, du alter Sack. Ah, was? Aber, but no? Oh, muss doch zurück. Scheiße, was stimmt nicht mit mir?
Warum benehme ich mich so? I am a toaster. I am a toaster. I am a toaster. Das ist schon geil. Geht es etwas zu berichten? Komm doch mal an. Ich bin defekt. Defekt? Der Doktor will wissen, was sie fühlen. Ich bin definitiv defekt. Glaub nicht, dass ich noch Brot toasten kann. Brot? Hast du einen Schraubenzieher? Irgendwas stimmt nicht mit mir. Brauchen Sie einen Arzt? Mach die Tür auf. Muss repariert werden. Oh mein Gott, Brot. Versuche mich an diesem Brot. Dann weiß ich, ob ich defekt bin. Was? Etwas stimmt nicht mit mir. Gar nicht gut. Oh nein. Ach du Scheiße. Okay. Scheiße, wie kommt er nicht weg? Alla. Leertaste zum Angriff. Okay. Okay. Oh, die werde ich doch nicht alle. Alla. Komplett durchgedreht. Sofort aufhören. Wollen Sie sterben? Ich bin defekt. Was sind Sie? Ich bin kein guter Babybär-Toaster. Ich kann nicht mehr toasten, aber ja, ich kann mich reparieren. I am a toaster. I am a toaster. Alter. Okay. Nachdem das letzte Betrachtungselement unterbrochen wurde, behauptet D83, er wäre ein kleiner Bärentoaster und den nicht beschädigt. Er forderte Reparaturen an. Auf dem Weg zur Klinik verhielt sich D83 aggressiv und griff die Wache mit einer tödlichen Waffe an. Er schnitt seinen Bauch auf und behauptete, es befände sich Brotgruben darin, die ihn blockierten. 83 verblutete. Ich bin in einem Raum ohne Fenster angeschlossen, damit mich niemand sehen kann. Die Tür zu meinem Raum darf weder mit meiner ID noch mit Informationen zu meiner Person versehen sein, damit meine Symptome nicht verbreitet werden. Nur Mitarbeiter der Stufe 3 oder höher wissen von mir. Beschreibung. Und ich bin SCP, ich muss mich zum Zwecke der Eindeutigkeit so vorstellen. Ich bin ein gewöhnlicher Toaster, der mittels LCD Brot toasten kann. Wenn jedoch Menschen über mich reden, sprechen sie von mir in der ersten Person. Trotz aller Bemühungen ist es bis jetzt nicht möglich, mich in der dritten Person zu nennen. Okay. Nach Durchführung mehrerer Tests mit Stufe D-Insassen hat die Foundation SCP-426 als schädlich für die menschliche Psyche eingestuft. Was du nicht sagst. SCP-426 wurde daher als Informationsgefahr kategorisiert. Danke, dass Sie den SCP-426 Leitfaden lesen. Änderung, Schutz, Kontrolle. Und war das jetzt für irgendwas gut? So, was ist los? Carl, next comes the final choice. There are two doors in front of you. One red, one blue. If you want to give up and leave, go through the red door. The past few months will have been like a dream. You will remember nothing after waking, and this road will end here. You go through the blue door, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Leave or stay. The choice is your own. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SCP Secret Files. Ja, in der letzten Episode haben wir ja dieses tolle Abenteuer hier im Computer gehabt, wo wir hier mit den Kameras beobachtet wurden. Und jetzt haben wir die Wahl, rote Tür oder blaue Tür. Und bei der roten hört's auf. Ich würde ja gern mal durch die rote gehen, um zu schauen, was passiert. Aber ich weiß nicht, ob ich dann wieder laden kann. Also gehen wir durch die blaue Tür. Und schauen, was es dann für Überraschungen für uns gibt.
So. Interesting. Ja, bräuchten wir einen Hausmeister. Good job, Carl. I'm glad you made it through. Have you ever felt like there were memories in your head of things you never experienced? Whispers of people you never met? These were not hallucinations. They're your actual memories. Carl, you are not a rookie at all. You are a member of Mega 5. You always have been. My name is Marion Wheeler, captain of Mega 5. Welcome back, Gardner Carl. Now, we need to talk about 55. Mehr oder was ist Mega 5? Wieso kommt ausgerechnet jetzt nochmal das Logo? Wait a moment. Ist das das Ende? Ja, lass mal laufen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht das Ende. Also, das muss ich die letzte Episode gerade nochmal editieren mit dem hier. Ja, okay. Games of Studio ist ein neues Indie-Game Studio Recipe. Ermerkt ist unser allererster Titel. Wir haben in den letzten 3 Jahren Blutschweiß und anormale Tränen in dieses Spiel gesteckt, um unseren Spielern etwas Neues zu präsentieren. Da dies unser erstes Titel ist, sind uns euer Feedback, eure Ideen und eure Vorschläge extrem wichtig. Wir wollen herausragende Spiele entwickeln und während wir daran arbeiten, versuchen wir auch ständig uns weiter zu verbessern. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören und wir hoffen, dass euch das Spiel mindestens genauso viel Spaß macht, wie wir bei seiner Entwicklung hatten. Erstmal ein andermal. Das ist tatsächlich das Ende. Okay, dann ist es dieser DLC, von dem ich gelesen habe, der hier noch kommen soll, wo es dann hier in der Story weitergeht. Okay, ich dachte, es geht ein bisschen länger, aber das, was wir bis jetzt hier so erlebt haben, hat wirklich Spaß gemacht. Tja, schade. Aber wenn der DLC da ist und die Story geht weiter, dann geht's auch hier mit unserem Let's Play weiter. Dann ist es fürs Erste ein ja, halbes Ende fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.